Moin moin Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen heute Assassin's Creed Origins und da habe ich mich lange drauf gefreut, denn die Serie soll ja wieder ein bisschen was neu machen und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze doch mal an, oder? Dann gehen wir mal auf Spielen. Neues Spiel. Wir spielen das Ganze apropos mit dem Controller und da werden wir das erstmal versuchen. Sollte sich das dementsprechend meiner Meinung nach nicht so gut handeln, dann stellen wir einfach auf Tastatur und Maus um. Aber wir werden sehen. Gut, dann stellen wir das Ganze mal auf Normal. Und los geht's. Ubisoft präsentiert der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek. Wir werden dich finden. Wir werden dich finden, wenn du schläfst. Ich schlafe nie. Ich warte nur in den Schatten. Und ich werde euch alle töten. Den, der an diesem Tag dabei war, in Siva. In your face? Mein Herrn ermordet und mich für tot gehalten. Das war ein Fehler. Dein Herr war ein Mörder. Ich habe ihm die Treue geschworen. Das ist eine Frage der Ehre. Ich bin der Magi aus Siva. Dann bist du ein würdiger Gegner. Ah, okay, es geht los. Du magst schnell sein, Magi. Aber ich bin stärker. Na, dann komm mal her, Baby. Ehre, gegen den letzten Magi gekämpft zu haben. Hey, daneben, Kollege. Yeah.
Diese zerbrochene Waffe rettet dich nicht! Dieser Ort wird einem von uns als Grab dienen! Mögest du es sein! Lassen wir die Waffen ruhen. Du bist keiner von denen, die ich töten will. Eine Frage der Ehre. Wir kämpfen bis zum Tod. So soll es sein. Ah, X können wir ausweichen, sehr gut. Aber den gehen wir jetzt ein. Okay. Kampfsystem ist alles ein bisschen anders. Gefällt mir aber bis jetzt. Anubis erwartet dich. Und plündern. Schnelles Plündern ist drin, sehr gut. Wunderbar. Tragen können wir ihn auch. Guck mal her, Kollege. Da. Nick. Und weg mit dir. Dein Ausgang. So, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Wir hatten einen starken Start, wie ich finde. Auch das Setting gefällt mir sehr, sehr gut. Hier gibt es keinen Halt. Ich brauche einen Weg in einen anderen Raum. Okay, das sollen wir einmal gedrückt halten, um den Animus einzusetzen. Okay, alles klar. Da vorne haben wir was. Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Wir spielen übrigens das Spiel komplett auf der höchsten Grafikstufe. Dann gehen wir doch mal da durch, oder? So. So, halte gedrückt für eine Fackel. Okay. Überspringen. Wunderbar. Ja, jetzt kommt so das Tutorial erst einmal, so wie es aussieht. Das wurde sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Ah, oh, wirklich schön gemacht. Ich stehe auf so ein Setting. Da können wir doch bestimmt hoch, oder? Hehe, ich kletter doch so gerne. Ach, kein Thema. Hier müssen wir sogar lang, so wie es aussieht. Halt. Plündern. Vergib mir, großer Amun. Aber okay. Das brauche ich. Runterklettern. Na gut. Die Reichtümer der Vorfahren. Ah, hier können wir schleichen. Okay. Ich muss dazu sagen, ich spiele so ein Spiel das erste Mal auf dem Controller. Ich habe das Ganze sonst immer mit Maus und Tastatur gespielt. Verzeiht ein bisschen, wenn ich mich hier und da mal ein bisschen blöd anstelle. So. Können wir das nicht alles mitnehmen? Hier haben wir nur eine Kiste. Hartes Leder. Okay. Wo können wir denn schnell laufen? Geht das überhaupt? Okay, dann können wir ausweichen. Kriechen. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Wer meine Videos so ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich immer gerne alles erkunde. Ich hoffe, das nervt nicht an manchen Stellen. Da können wir auch noch rüber. So. Hopp, einmal rübergesprungen. So. Oh, hier können wir hochklettern. Okay. Jetzt kommt die erste Kletterpassage.
So, hier drauf gesprungen. Diese Wand. Eine bröckelnde Mauer. Sollen wir dort durchbrechen? Ja, bitte. Bam. Soldaten. War ja klar. Mahlzeit, Jungs. Ja, war das. Schnappt ihn! Oh. Stirb! Hepzifer! Pass auf! Bayek, bist du das? Das ist dein Hinterhalt. Wem sagst du das? Da drüben ist er. Ja, draufkloppen ist einfach nicht mehr. Man muss auch jetzt so ein bisschen mehr blocken. Und du wirst sterben. Dafür sorgen wir schon. Hey, Kollege. Mach keinen Scheiß. So, dann machen wir das Ganze so. So, weg mit dir, Kollege. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten dir eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, hä? Es waren Monate. Du hast einen Bart, hä? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Raya. Noch vier. Komm, es war eine lange Reise. Du brauchst Ruhe. Ach nein, keine Ruhe. Erst wenn die Gedärme aller Maskierten in der Sonne schmoren. Götter, wie du mir gefehlt hast. Wo ist dein Reittier? Ach, weißt du, ich nehme lieber das Kamel da. Ah, oh, wir kriegen ein eigenes Kamel. Bist du ja, Junge. Ja, nice. Dann mal los, Zeni. Wie ist es euch hier ergangen, seit ich fortging? Wie geil ist das denn? Es war schwierig, Bayek. Wow. Ohne dich erwarten die Dorfbewohner. Komm in Bewegung, alter Freund. Ja, ich komme. Immer mit Ruhe. Eine Garnison in Siva? Ptolemäus will die gesamte Region kontrollieren. Ich gebe mein Bestes, um die Einwohner vor Ärger zu bewahren. Doch ich brauche Hilfe. Ich tue, was ich kann. Aber vergiss nicht. Ich muss meine eigenen Ziele verfolgen. Oh Leute, wie schön sieht das aus, bitte? Oh, ich stehe auf so ein Setting, ehrlich. Das ist genau meins. Ach, jetzt doch mal nicht so. Lass mich doch mal so ein bisschen die Landschaft noch genießen zum Anfang. Ist doch noch alles so neu. So, auf geht's. Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass, Zeni. Wir reiten durch die Wüste. Was ist hier geschehen? Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie seine Nachbarschaft nieder. Und Schlimmeres. Wisst ihr, woran mich dieses Setting erinnert? Also jetzt nicht das Setting, sondern so vom Spielerischen her. So ein bisschen an The Witcher 3, oder? Ja, wenn man oben sich so die Karte anguckt, oh, da kommt ein Fragezeichen. Was ist denn da? Und, Ich hoffe, die Nebenstorys sind genauso gut. Die Erwartung ist ja schon ziemlich hoch an dem Spiel, ne? Muss man schon ehrlich sein. Was jetzt nicht, natürlich jetzt nicht heißt, dass die anderen Willkommen Spiele schlecht waren. Bayek. Siva hat dich vermisst. Siva! Neuer Ort entdeckt. Sehr schön. Sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus. Nein, sieht gut aus. Gefällt mir. Ich hoffe, ich erwarte mir nicht zu viel von dem Spiel. Ihr verdankt alles, was ihr habt. Eure Höfe, eure Güter, die Einheimischen eure Kinder. Sehen mitgenommen ja, sogar aus. Euer Leben. Niemand in der Oase kann einen Schritt tun, ohne dass er verhört, bedroht, besteuert oder verprügelt wird. Wir haben gelernt zu gehorchen und den Kopf einzuziehen. Du siehst ja, wie es ist. Erregen wir keine Aufmerksamkeit. Täuschen meine Augen mich? Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Ich reite hier alles um. Aus Weg! Polizei, ich darf das.
Wirst du dein Haus besuchen? Da gibt es nichts für mich. Erzähl mir vom Ibis. Medunamun. Ist er hier? Er ist die Plage dieser Oase. Wie du sehen kannst, sind die Soldaten gewalttätiger geworden, seit er hier ist. Anfangs tranken sie nur, stritten mit den Einwohnern. Aber seit Medunamun hier ist, sind sie diszipliniert und grausam. Noch ein Grund mehr, ihn zu töten. Unterschätze ihn nicht. Er ist schmal und sehnig. Aber er hat viel Kraft. Bürger von Siva! Seht, was aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Amun-Re sei Dank. Bayek ist in die Oase zurückgekehrt. Wieder sehr stimmisch, muss ich sagen. Überall ist irgendwie, sind Gespräche oder, ne? Ach, mein Heim. Finde ich gut. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Aber kann ich jetzt hier absteigen? Geh einfach hinein. So, kann ich jetzt rufen? Absteigen. Ah, alles klar, okay. Das haben wir auch soweit. Okay, ich gehe hinein. Ruh dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifah! Hepzifah! Schon wieder die Soldaten! Was sagt sie? Herzinfarkt? Bayek! Rabia! Meine Rabia! Ich hab mich... Rabia! Hey! Ah, was geht? Mich. Du hattest recht. Ah. Sieh dich an! Schnitte? Prellungen? Ja, das ist nichts. Setz dich! Hm? Setz dich! Setz dich! Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet. Du und Aya. Und eure Eltern belogen. Wortwitz. Die Zeiten ändern sich. Aber du bist noch der Alte. Der alte Prügelknabe. Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Ah, Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Apropos Bogen. Ich habe direkt für Punkte alles freigeschaltet, was man so freischalten konnte von Ubisoft selbst. Da bin ich mal gespannt, was der Speer zum Beispiel ausmacht. Wir haben da so zwei Speere bekommen, zwei Schilde und zwei Bögen, soweit ich mich recht entsinne. So, gut. Linker Stick halte gedrückt. Okay. Aber das ist auch alles ein bisschen sehr, sehr schnell eingestellt. Ja, werden wir schon hinkriegen. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Dort drüben findest du noch mehr Pfeile. Liegt gut in der Hand. Ich habe ihn hart bespannt. Schieß noch einmal. Ah, ein bisschen zu schnell. Das sind nur so Kleinigkeiten. Hehe. Und nochmal. Das wird im Kampf, glaube ich, nachher nicht so gut sein mit dem Bogen. Gut. Da muss ich noch ein bisschen was einstellen. Aber es ist halb so wild. Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Lauf! Komm, schnell! Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifah! Wir wollen nur mit dir reden! Ich möchte aber nicht mit dir reden. Wurde ermordet. Womöglich war dein Freund der Major beteiligt. Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst. Hinterhalt vorbereiten. Scheiße. Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Viel Glück. Okay. Was war das? Wer ist da?
Bleib unten. Komm her, mein Freund. Er kommt uns zu nah. Was? Also, solange der Balken gelb ist, hast du ein kleines Zeitfenster, um die Gegner auszuschalten, bevor er dich angreift. Ja, das kennen wir doch schon aus den anderen Teilen. Allerdings können wir ihn auch direkt ausschalten. Jetzt erledigen wir den Rest. Naja, ich habe jetzt nichts gedrückt. Oder hat er automatisch gemacht. Na gut, dann versuchen wir mal hier die Stealth-Taktik. Den lassen wir mal kommen. Na komm, Kollege. Was? Ah, alles klar. Auf Y. Okay. Wie in den Vorgängern auch. Alles gut. So. Damit wird er nicht rechnen. Gehen wir mal hier rein. Zack, noch einer weg. Ah, okay, alles klar, ich muss A drücken. Hast du was gehört? Hey, was? Ich spreng dich um. Ah, okay, das geht nicht. Alles klar. Okay, Zielerfassung ist ganz wichtig. Ich töte dich. Ja, es sind alles nur so Kleinigkeiten. Das gibt's hier aber gleich. So, vom Kampfsystem bin ich eigentlich begeistert. Finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Da hinten haben wir noch einen. Ah, dann holen wir uns von hier. Stirb endlich! Mit dem Bogen bin ich gerade nicht so gut. Dafür ist das Ganze ein bisschen zu empfindlich. Aber gut, dann gehen wir erstmal auf den Nahkampf. Auch kein Thema. Bam! So, das war's mit dir. Das Ganze wird alles nur eine Einstellungssache sein. Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Nice. Er will uns etwas zeigen. Sivas Probleme sind hier. Na, hier, nimm. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Genau meine Einstellung. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, Benipe kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Sieh mal einer an. Senno, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Ah, wenn es sein muss. Hm. Ha ha ha.
Das ist Liebe. 1000 EP für die erste Quest. Natürlich auch direkt ein Level-Up. Fähigkeitspunkt. Schaden und Gesundheit wurde verbessert. Wir können im Moment nichts machen. Wir müssen uns das leider anschauen. Okay, machen wir. So, was haben wir denn da Schönes? So, schauen wir uns doch mal den Shop an. Da sind wir nämlich gerade drin. Da gibt es eine extra Taste für. Was haben wir denn hier? So, mehr Helix. Wird da wahrscheinlich sein, oder? Kostet 200. Erhalte mehr Ressourcen, kostet 200. Verbessere daran dein Reittier, kostet 500. Passe deinen Charakter an, kostet 500. So, was kostet das Ganze denn jetzt, wenn wir die Credits holen hier, die Helix-Dinger? Da kosten 500 Helix-Credits schon 5 Euro. Das heißt, wir kriegen für 5 Euro eine Reittierverbesserung. Dann nochmal für 5 Euro kriegen wir... Können wir den Charakter anpassen. Fügen ein Spiel mit neuen Monturen ein exotisches Flair hinzu. Zum Beispiel mit diesem beinharten Mumien-Look. Kostet 500 Euro. Das ist natürlich nicht 500, sondern kostet 5 Euro. Ist natürlich Geschmackssache, ne? Hier könnt ihr mal so ein bisschen die Preise sehen, so wie der Ubisoft-Shop sich präsentiert hier im Moment. Also das Basispaket 5 Euro, kleines Paket kostet 10 Euro, da kriegen wir 1000 Helix-Credits normalerweise. Mittleres Paket kriegen wir 2000, großes Paket kriegen wir 3500, extra großes Paket kriegen wir 5000. Wir kriegen natürlich pro Paket dann dementsprechend noch Bonuspunkte dazu, ne? Ja, was haben wir denn hier? Zeitersparnis. So, da haben wir dann hier ein Drachmen, kleines Paket, ja, 11.000. Kostet schon 1.000, also müsste glaube ich an die 10 Euro gewesen sein. Hier 24.000, kostet dann dementsprechend 2.000. Kleines Paket, Materialien. Ja, wir können uns sogar Fähigkeitspunkte kaufen. Also, davon halte ich absolut eigentlich gar nichts. Altes Kartenpaket können wir uns kaufen. Steinkreiskarten können wir uns kaufen, ja, um uns dementsprechend alles aufdecken zu lassen. Einsiedlerkarte, enthülle die Aufenthaltsorte aller Einsiedler. Ja, also, das könnte man sich da alles theoretisch gesehen zulegen, wenn man das denn dann möchte. Ausrüstung können wir sogar kaufen. Ja. Pharaonenrüstung haben wir hier. Skarabäuskämpfer. Mumie, Sandläufer. Ja, fürs Reittier, das Einhorn. Ja. Um euch das alles mal zu zeigen, was ihr jetzt so hier für Möglichkeiten habt zum Anfang. Sichelschwert, ja. Die haben natürlich auch alle ihre Qualität. Leichter Bogen. Ja. Also wie ihr seht, man hat hier schon eine ganze Menge Waffen drin, die man für echt Geld kaufen kann. Ob man sie sich jetzt durch das Spiel erarbeiten kann, weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Das wird sich natürlich sehen lassen. Davon gehe ich, glaube ich, aber mal nicht aus. Altiers-Montur ist wieder dabei. Das kann man über den Club holen. Und Esios-Montur. So, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt schon holen. Möchtest du den Club besuchen? Nein, möchte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Könnte man sich dann theoretisch gesehen holen. So, dann haben wir hier dementsprechend noch ein paar Pakete. Ja, dann haben wir hier den legendäres Bogenpaket, ja. Werde zu einem Meisterbogenschützen mit den drei legendären Bögen in diesem Paket. Löwenmähne, Jagdbogen, Greif, leichter Bogen und Flügel des Azur. Kriegsbogen. Kostet dementsprechend dann, ja, mit 5 Euro kommt ihr leider nicht aus. Da müsstet ihr dann für 10 Euro dementsprechend euch ein Paket kaufen, um die Punkte zu bekommen. Zumindest zum Anfang. Legendäres Nahkampfpaket kostet dann dementsprechend auch nochmal einen Zehner. Wenn ihr jetzt beides zusammenholen
wolltet, müsstet ihr euch, glaube ich, das für 20 Euro schon holen, das Paket. Hier sind wir gerade auf Eigentum. Diese Bögen habe ich mir jetzt über den Club geholt. Ja, da, es gibt ja diese Clubpunkte, die kennt ihr ja alle soweit. Da habe ich jetzt ein paar Clubpunkte ausgegeben, um einfach mal zu sehen, was hatte ich denn jetzt hier für Vor- und Nachteile, ne? Rentiert sich das überhaupt? So, da haben wir dann einmal hier den Verderbter, also die verderbte Seele. Ja, ist ein leichter Bogen. Dann haben wir den Kriegsbogen, den gab's da. Das Schild, noch ein Schild. Einfaches Schwert, den Speer und eine schwere Keule konnte man sich freischalten für die Punkte. Ob die Waffen und Schilde sich jetzt dementsprechend rentieren, das werden wir nachher dann im Spiel einfach mal testen. Ja. Ja, sieht jetzt... Ja, man kann uns jetzt alles verkaufen, im Prinzip jetzt zum Start. Ne? Das weiß man natürlich noch nicht. Fakt ist aber auf jeden Fall, ihr müsstet euch für... Lass mich mal kurz gucken. Das heißt, für 10 Euro würde das Paket gar nicht reichen. Ne? Weil ihr braucht ja für die beiden Pakete dann schon... lass mich mal kurz überlegen. 1100 Punkte. So. Somit kommt ihr mit 10 Euro schon gar nicht aus. Somit müsstet ihr euch ein Paket für 20 Euro holen. Ja, dann habt ihr 2400 plus, minus 1100. Dann habt ihr dementsprechend dann halt noch ein paar Punkte übrig. Ne? Aber die Investition wäre natürlich dann 20 Euro. So, wir hatten die Zeitersparnis, ja. Die Ausrüstung sind wir auch gerade durchgegangen. Die werden sehr wahrscheinlich alle gar nicht kosmetisch sein. Ich weiß es aber gar nicht, ja. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, wir könnten mal hier mal draufklicken. Gut, wird uns nicht angezeigt. Man müsste dann Helix Credits kaufen. Ja, das werde ich jetzt aber nicht tun. So, die Pakete, ne, das waren die Pakete, die ich euch gerade gezeigt hatte, ne, also wenn ihr euch beides holen wollt, kostet das 20 Euro, ne. Mit 5 Euro kommt ihr auch nicht hin, weil das sind nämlich genau dann 50 Punkte drüber, über die 5 Euro. Also müsstet ihr schon 10 Euro investieren, wo ihr dann wieder Punkte übrig habt. Naja, gut, ist einmal alles dahingestellt, ne, das ist immer so ein zwiespaltiges Schwert. Ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, euch den Season Pass dementsprechend noch zu kaufen. Kostet von der offiziellen Seite 40 Euro. Ich habe jetzt nicht das Deluxe-Paket, ich habe jetzt die normale Version. Wenn man jetzt noch upgraden möchte, kostet das nochmal einen Zehner. Und dann könnt ihr noch dementsprechend den Code einstellen. So. Ja, so viel zum Shop. Wenn ihr noch Fragen habt zum Shop, ja, dann stellt sie gerne in die Kommentare. Ich werde nach Möglichkeit... Und dann alles weitestgehend ja versuchen euch zu erklären. Ich werde mich da jetzt nach dieser Folge noch ein bisschen mit beschäftigen. Und ja, wie gesagt, hinterlasst es einfach in den Kommentaren. Ich antworte dann gerne darauf. Und ich hoffe, ihr habt schon mal einen kleinen Ersteindruck schon mal bekommen vom Spiel. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war es dann mit dieser Folge. Ja. Für den Ersteinblick zumindest. Und schaltet wieder ein, wenn ihr Bock habt, bei der nächsten Folge. Gut, dann möchte ich euch nicht weiter zuquatschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein.